Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Gitta vom Hortus Andersgarten. Ich bin heute unterwegs, wieder in der Natur und nehme euch dazu gerne wieder mit. Es ist ziemlich windig, aber ja, ich habe mich trotzdem rausgetraut, weil es die letzten Tage geregnet hat und ach ja, dieses Stubengehocke, das geht mir einfach auf die Psyche. Ich muss raus. Und der Garten ist zu nass. Ich hoffe, dass ich viele schöne Eindrücke sammeln kann und das Video für euch wieder kurzweilig wird. Ja, heute ist hier ganz schön windig, wird warm, fast stürmisch. Aber im hohen Norden würde man sagen, naja, eine sanfte Brise. Und deswegen bin ich halt unterwegs. Ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht so sehr stören bei der Aufnahme hier. Tja, das ist nicht schön, Tiere auf der Weide zu sehen. Wenn es nicht nur die Baumstümpfe hier scharf stellt, sondern auch die Tiere. Ein Schäfer scheint auch dabei zu sein. Zumindest ist hier ein Hund unterwegs, der hoffentlich nicht bis zu mir kommt. Oh oh. Gleich zwei. Ich krieg sie nicht aufs Bild. Na doch, hier. Mal kurz. Ja, es ist ja ein Zaun dazwischen. Gehen wir mal davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat. Und weiter geht's. Schaut nur mal. Der ganze Stamm hier, der ganze Ast, ist besiedelt von Pilzen. Und hier habe ich wahrscheinlich einen Austernseitling gefunden. Aber das ist nur eine Mutmaßung, weil er halt so ähnlich aussieht wie die, die es im Laden zu kaufen gibt. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich lasse den jetzt einfach auch hier dran. Ja, manchmal bereue ich es wirklich sehr, dass ich keine Pilze kenne. Und dann nicht entscheiden kann, was das für einer ist. Ob das vielleicht sogar ein Speisepilz wäre. Oder ob es einer wäre, der mich in kürzester Zeit ins Jenseits befördert. Tja. Das ist noch eine gravierende Bildungslücke. Muss ich jetzt mal so zugeben. Aber ich habe auch noch nicht den Weg dazu gefunden, mich da schulen zu lassen. Mich faszinieren immer diese kleinen Landschaften auf den Baumstümpfen. Das ist eine Welt für sich, ein kleiner Lebensraum für sich. Und gerade habe ich hier auf dem alten Stamm vom Holunder Judasohren entdeckt. Und da werde ich jetzt mal versuchen hochzuklettern, denn das steht hier am Hang. So, im günstigsten Fall geht das Video nachher weiter, wenn ich wieder heil hier unten angekommen bin. Ja, ihr seht, ich bin oben angekommen erstmal. Und hier vorne sind schon ein paar erntereife Pilze. Das ist die einzige Pilzart, oder fast die einzige, die ich kenne. Und wo ich
mich traue, die auch zu sammeln. So, hier haben wir sie. Und hier haben wir die Pilze. Das Judasohr. Und ich glaube, da kann man auch erkennen, warum die so genannt werden. So. Da lasse ich mir gleich einen schmecken. Die sind nämlich roh zu essen. Und ja, ich finde den Geschmack sehr lecker. Das hier ist die wilde Clematis. Wir nennen das auch Eckenzwirn. Und das wird wahrscheinlich von Region zu Region anders genannt werden. Und schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Eine späte Blüte. Und auch ein Insekt, was gefunden hat. Das finde ich schön. Und hier sieht man, wie die Flechten sich an abgestorbenes Holz ansetzen. Das sind die nassen Samenstände der Disteln. Das hier ist die Aronia-Beere, die ich auch im Garten habe und natürlich beernte. Und hier, die ist mal angepflanzt worden. Das ist eine Veredelung auf einem anderen Stamm. Zeige ich mal. Sieht man ganz genau, dass das aufgefropft wurde. Ja, und dann steht die hier.
meistens denkt man nicht dran, dass man hier auch mal was pflücken könnte. Und dann bleiben sie halt für den Winter für die Vögel stehen, die sich dann drüber freuen. Die Aronia-Beere ist eine sehr gesunde Frucht, weil die ganz viele Antioxidantien hat. Also dieser rote Farbstoff ist sehr gesund. Ich werde jetzt so ein paar halbgetrocknete, am Strauch naturgetrocknete pflücken und noch essen. Ja. Sind das nicht wunderschöne große Früchte? Und eine hübsche kleine Eiche. Gleich bin ich wieder im Ort und deswegen möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das dürft ihr mir gerne bekunden mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar. Ich nehme auch gerne Anregungen entgegen und freue mich darüber. Von hier oben bin ich gekommen und jetzt kann ich euch noch zeigen, hier ist unser Garten, hier ist der Andersgarten. Mal gucken wir noch mal rein. Ja, ich finde, der Herbst ist auch eine schöne Jahreszeit. Zumindest solange die Blätter noch an den Bäumen hängen und gefärbt sind. Der ist jetzt auch schon in die Vorwinterruhe gegangen. Wir kommen noch ab und zu hierher, um die Futterstellen aufzufüllen. Ja, Laub muss ich jetzt auch noch mal fegen und auf die Beete bringen. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich also mit lieben Grüßen, eure Gitta aus dem Hortus Andersgarten.